Willkommen zu Januar 2023. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr dieses Video seht, den Januar gut überstanden. Der ist ja immer mal ein bisschen so ein ekliger Monat. Und für mich ist jetzt aber ein bisschen mehr als eine Woche vergangen vom Januar und ich habe bisher schon einen Vlog hochgeladen und ein Styling-Video. Also ich war da super fleißig an der Videofront. Aber ansonsten war die erste Januarwoche relativ entspannt. Wir haben am ersten Januartag auf Amy aufgepasst und dann super viel PlayStation gespielt. Ich habe zum Beispiel die Platin-Trophäe bei God of War geholt. Das heißt, ich habe echt alles gemacht, was man in dem Spiel machen kann. Und dann haben wir uns noch Tenet angeschaut, den Film zum insgesamt vierten Mal. Und ja, wir finden den Film einfach super gut. Und wir haben uns auch die Behind the Scenes auf der Blu-ray davon gegeben und fanden den Film dann danach nochmal eine Stufe besser. Ansonsten, ich war am Freitag endlich mal wieder mit Daisy und Erika zusammen frühstücken. Das war sehr schön. Und ja, von dem Tag muss ich euch noch eine Story erzählen, die total crazy war. Also ich hatte an dem Tag ein Outfit an. Ich glaube, da habe ich auch einen Clip dazu gefilmt. So, mein Outfit heute zum Brunch ist so ein bisschen Cowboy Prairie Girl mit den Cowboy Boots von AD, der Jeans von Row. Dann habe ich so ein einfaches weißes Tanktop von Arket drunter und dann meinen Yves Saint Laurent Blazer. Chanel-Tasche. Ja. Schick, aber bequem. Also ich hatte an diesem Tag ein Outfit an mit meinem Vintage Yves Saint Laurent Blazer, den ich sehr, sehr gerne trage und bin dann jedenfalls nach Hause gekommen und habe dann meine Sachen ausgezogen, also Mantel und Blazer, und habe das so auf die Bank geschmissen, die bei uns im Flur war, und war dann erstmal am Computer arbeiten und habe dann irgendwann ganz viele Pakete zusammengepackt, unter anderem halt relativ viele Rücksendungen von irgendwelchen Sachen. Und die ich dann an dem Tag abgeben wollte. Und weil es so regnerisch und eklig draußen war, wollte ich dann einfach so einen fitten, kuscheligen Pullover anziehen, so ein Sweater. Und habe das angezogen und dann wieder meinen Mantel drüber und bin dann raus zum Pakete abgeben. Und dafür musste ich so an 3, 4 verschiedene Paketshops hin, weil das alles verschiedene Anbieter waren und die relativ weit auseinander waren. Und war da bestimmt so insgesamt 45 Minuten oder so unterwegs. Also relativ lange, finde ich. Und dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen und wollte dann schon mal die Sachen beiseite legen, die ich am nächsten Tag brauche, weil ich da das Styling-Video drehen wollte. Und habe dann gemerkt, wo ich die ganzen Sachen dann halt zusammen so alle auf eine Kleiderschange machen wollte, dann habe ich gemerkt, ich finde meinen Blazer nicht mehr, den ich an dem gleichen Tag noch anhatte, den Yves Saint Laurent Blazer. Und war so, hä? Wieso finde ich den denn jetzt nicht? Ich weiß halt ganz genau, dass ich den anhatte und dann damit auch nach Hause gekommen bin und den ausgezogen habe. Und als ich dann rausgegangen bin, was komplett anderes anhatte. Also, wo ist dieser Blazer? Hab's halt komplett nicht verstanden und war schon so halb verzweifelt, weil ich diesen Blazer eben voll gerne trage und ich den in dieser Ausführung auch nicht mehr wiederfinde, weil es halt Vintage war. Und es gibt zwar immer mal wieder irgendwelche Blazer, aber halt nicht so genau den. Und das war schon so ein bisschen, löste so ein kleines bisschen Panik in mir aus. Und auch, weil ich genau am nächsten Tag den Blazer halt eingeplant habe für ein Outfit für das Video. Und ich habe halt die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt, nicht auf den Kopf gestellt, aber wirklich überall geguckt und auch schön ruhig. Und habe den Blazer einfach nirgendwo gefunden. Und dann dachte ich mir, okay, es ist zwar super unwahrscheinlich und es macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, aber ich gehe jetzt raus und gehe den kompletten Weg nach, wo ich vorhin draußen war, beim Paket wegbringen. Was anderes fällt mir halt eben nicht ein. So, dann bin ich halt rausgegangen, bin so rechts die Straße lang und habe eine Straße überquert und dann sehe ich dann so an so einer Ecke, an einem Café, bei so einer Reklametafel unten irgendwie so was Schwarzes liegen. Und ich gehe so hin, greife das so und merke sofort, oh mein Gott, das ist der Blazer. Oder so, hä? Also ich hatte super Glück, dass ich den dann noch gefunden habe. Wahrscheinlich, als ich den Mantel und Blazer ausgezogen habe, hing der Blazer noch irgendwie so im Mantel drin. Und als ich den Mantel dann wieder angezogen habe, hing der Blazer dann nur noch so auf 7:30 hier so im Rückenzwischenbereich. Und bin ich dann halt raus mit den Pakettüten so vollgepackt. Und da ist mir dann der Blazer wahrscheinlich so unten rausgefallen. Und niemand hat mich anscheinend gesehen.
Sonst hätte ja wahrscheinlich hoffentlich jemand was gesagt. Also ich habe es wegen den Vollgepackten dann halt nicht gemerkt und bin dann halt so eine halbe Weltgeschichte unterwegs gewesen. Und deswegen lag der auf der Straße. Und wie viel Pech und auch Glück muss man haben? Also aber zeigt auf jeden Fall, wie krass verpeilt ich gewesen sein muss. Also ich bin schon relativ oft so irgendwie verpeilt und bin so, findest du Sachen nicht, aber das war so, das hat es nochmal auf die Spitze getrieben irgendwie. Aber ja, ich bin froh, dass das Ganze noch ein gutes Ende genommen hat und dass ich meinen Blazer wieder gefunden habe, weil ich den so gerne trage. Und ja, das war meine leicht crazy Story. Und ich denke, das ist jetzt auch erstmal genug für Storytime am Anfang des Videos. Und dann geht es jetzt ganz normal weiter mit dem Vlog. Ich wollte eigentlich meine Kopfhörer mitnehmen, damit ich damit man besser hört. Okay, ich hoffe, man kann mich halbwegs hören. Ich war jetzt mit Daisy gerade bei so einem, bei einer, die einen Vintage-Shop hat, so über Instagram hauptsächlich. Und da hatten wir halt ein paar Sachen im Auge und haben die dann anprobiert. Und Daisy hat zwei Sachen gekauft, die super schön auch an ihr aussahen. Also sie hat auf jeden Fall eine schöne Auswahl und ich verlinke euch den Account in der Infobox. So, wir machen heute einen klassischen Haul. Ich weiß, Hauls sind mir nicht mehr so cool und es macht kaum einer mehr. Und ich finde es auf jeden Fall interessant. Und deswegen machen wir das jetzt. Ich mache es ja jetzt auch nicht mehr so oft. Nicht so wie damals, wo man irgendwie alle paar Monate einen Shopping-Haul gemacht hat. Die Zeiten sind vorbei. Aber ja, nicht lange um heißen Brei herumreden. Die erste Sache habe ich mir in einem Stationery-Laden gekauft und ich war sowieso auf der Suche nach irgendwie einen schönen Kalender, um einfach wieder mehr handschriftlich irgendwie Sachen festzuhalten und ja, ein bisschen strukturiert zu sein. Und ich habe mir das letzte Mal einen Kalender gekauft, Anfang 2020.
Und ja, wie können es alle denken, wie gut der genutzt wurde? So gut wie gar nicht. Eigentlich gar nicht. Also nur die ersten 3 Monate. Naja, und jetzt dachte ich mir, es ist Zeit wieder für einen Kalender. Und dann habe ich hier diesen hier im Laden gesehen. Den fand ich vom Format gut. Ich fand es gut, dass der so weich ist. Das ist mir auch wichtig, weil ich will nicht so ein hartes Teil haben. Und das ist von Hobonichi Tejo. Ich weiß nicht ehrlich gesagt, wie man das ausspricht. Das ist auf jeden Fall eine japanische Marke. Und ja, ich finde es sehr gut. Genau nach meinen Bedürfnissen entsprechend von, wie es innen aufgebaut ist. Aber ich werde da euch jetzt nicht im Detail alles zeigen, weil ich werde euch einfach das verlinken und dann könnt ihr euch das selber nochmal anschauen. Aber ja, ich wollte mir einen Kalender zulegen, um auch irgendwie immer für jeden Tag was reinzuschreiben, was passiert ist oder was ich besonders toll fand oder was mich irgendwie beschäftigt hat. Irgendwie sowas, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie voll oft mich an Sachen nicht erinnern kann oder nicht mehr sagen kann, okay, ich habe vor 2 Wochen das und das gemacht. Und ja, irgendwie habe ich da so richtig Gedächtnisschwierigkeiten und deswegen dachte ich mir, okay, es ist irgendwie schön, dann die Sachen aufzuschreiben. Und dann kann ich entweder auch irgendwie zurückgucken, okay, was ist nochmal passiert, aber auch irgendwie ja nochmal so ein bisschen den Tag immer Revue zu passieren und zu wertschätzen. Ja, das ist so mein Ziel mit diesem Kalender. Und dann ja, war ich mit Storm im KDW. Also wir hatten so einen richtig schönen Girls Shopping Day. Das haben wir seit Ewigkeit nicht mehr gemacht, wenn nicht sogar seit Jahren. Also irgendwie, ja, geht man halt nicht mehr so richtig in Läden und bummelt rum. Und deswegen war es sehr schön, dass wir da so einen schönen Nachmittag zusammen hatten, weil wir haben uns auch voll lange nicht gesehen. Und ja, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und wir beide mögen das KDW sehr, sehr gerne, weil es hat einfach alles in einem Haus und die Atmosphäre ist eigentlich ganz schön. Und ja, 3 Sachen habe ich gekauft. Womit fange ich an? Ich fange erst mit dem Spontankauf an. Und zwar ist es dieser Mantel hier von Kate. Das ist ein Cord Trenchcoat Mantel. Also ein Trenchcoat, der relativ dick ist. Ich hoffe aber, dass noch bis relativ weit im Frühling zu tragen ist. Aber ich liebe ja Trenchcoats und das ist eine Version, die man halt auch in sehr kalten Tagen anziehen kann. Der war reduziert, also im Sale. Also ich habe zwar gesplurged, aber nicht ultra krass gesplurged, weil Kate ist schon relativ pricey als Marke. Aber ja, der war auf jeden Fall massig reduziert. Und ich zeige ihn euch mal am besten lieber mit einem Clip, wo ich das dann nochmal anhabe, weil ich glaube, hier kann man das nicht so gut einschätzen. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr langer Trenchcoat und aus diesem schönen braunen Kordstoff. Finde ich sehr, sehr cool. Ist mal was. Ja, mal was anderes bei einem Trenchcoat, aber es hat trotzdem so eine gewisse Zeitlosigkeit an sich. Ja, also das war ein relativ spontaner Kauf, aber ich wusste schon dann in dem Zeitpunkt im Hinterkopf, okay, ich will so 3 oder 4 Mäntel von meinem Kleiderschrank ausmisten und die an jemand anderes weitergeben, die diese Mäntel dann halt mehr trägt, als ich es tue. Und deswegen konnte ich dann den Kauf ein bisschen besser für mich rechtfertigen, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich kaufe eigentlich unter dem Prinzip ein One Out, One In. Das heißt, ich kaufe mir zum Beispiel nur eine neue Tasche, wenn ich dafür eine andere Tasche verkaufe. Und ja, um da einfach insgesamt so ein bisschen die Balance zu halten, dass ich dann nicht irgendwie zu viel Sachen habe, zu viel konsumiere und gleichzeitig irgendwie Sachen wieder weitergebe und ein neues Leben schenke bei Sachen, die ich selber halt nicht mehr so häufig trage. Obwohl ich auf jeden Fall jemand bin, der sehr gerne auch alte Sachen wieder trägt und neu kombiniert und ja, mehr so zeitlos möglich sich anzieht. Aber ja, muss ich einfach so ein bisschen die Waage halten, auch wenn man neue Sachen einkauft. Okay, soll jetzt nicht so ein riesengroßes Ding jetzt werden. Das nächste Ding, was ich gekauft habe im KDW, weil die haben ja auch eine Buchabteilung, ist dieses Buch, Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow. Das Buch habe ich zuvor schon bei 2 Leuten gesehen als große Buchempfehlung. Und zwar bei Brittany Bathgate und Lizzie Hatfield. Und Lizzie hat dann auch dazu erwähnt, dass halt Game Design ein Plot-Thema im Buch ist. Und das hat mich dann endgültig gesold, dass ich dann mich an diesem Buch probieren möchte, weil ich habe in den letzten Monaten oder wenn nicht sogar Jahr
Bücher angefangen zu lesen und dann nicht zu Ende gelesen, weil mich die einfach nicht gecatcht haben. Und dann war ich irgendwie so, hab dann halt gar nicht mehr gelesen. Und das wäre jetzt so, dachte ich mir, dann mein Einstieg wieder in eine Lesephase. Und ja, mal gucken, wie es ist. Ich werde dann auf jeden Fall berichten. Aber ihr habt von dem Buch bestimmt schon gehört, weil das irgendwie von super, super vielen empfohlen wurde. Ja, das. Und dann eine Sache, da habe ich mich schon vorgenommen, dass ich mir eigentlich zu Weihnachten eine Sache gönnen möchte. Und das zeige ich euch jetzt. So, es kommt in dieser kleinen Box. Also es ist was Kleines. Schon lange nicht mehr so ein Unboxing gemacht. So, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig rum. Tada. Das sind, wenn man es nicht erkennen kann, Ohrringe, so Ohrhänger. Oh. Solche kleinen Ohrhänger sind es. Also quasi eine dicke Kreole mit so einem, ja, CC-Würfel in weiß dran. Und das fand ich super cute. Irgendwie, ja, es ist sehr logomäßig, aber ja, ich fand es irgendwie süß. Und ich habe mir halt auch vorgenommen, okay, ich hätte so Ohrringe im Sinn und habe mir dann da halt im Laden alle Ohrringe mal zeigen lassen. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwie die Schmuckauswahl mir angesehen. Gibt es auch in schwarz, aber ich fand irgendwie weiß schön, weil so dann das Ganze so ein bisschen wie aus einem Stück aussieht. Und bei schwarz geht das Schwarz dann irgendwie so unter. Naja, ja, diese Ohrringe habe ich mir jedenfalls gegönnt. Und die finde ich sind einfach so ein süßes, leicht verspieltes Detail, aber nicht zu crazy. Also es gibt ja auch so ganz flashy Bling-Bling-Ohrringe bei Chanel, aber die sind genau richtig, genau so, nach sowas habe ich gesucht. So, das waren jetzt alle Sachen, die wir im KDW gekauft haben. Das war auf jeden Fall ein super schöner Tag. Und also nicht nur, weil wir Sachen gekauft haben, sondern einfach so die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Jedenfalls, ich dachte mir, mache ich jetzt alle New-Ins in einem Schlag durch. Und zwar habe ich noch eine Sache bestellt. Und zwar neue Sneaker. Und ja, auch da wieder meine Gedanken im Hinterkopf waren, dass ich habe so ein paar Nike-Sneaker, die ich einfach gar nicht mehr trage und die auch nicht mehr fühle. Und die will ich nochmal richtig schön sauber machen und dann ja entweder verschenken oder je nachdem welches Modell gucken, dass ich die irgendwie zu Mädchenflohmarkt oder so schicke. Ja, aber es sind auf jeden Fall, ich glaube, auch so vier Nike-Schuhe und ein Adidas-Paar, was ich irgendwie ausmisten würde. Ja, weil ich habe mir erst im Dezember neue Sneaker gekauft. Die habe ich jetzt auch hergeholt. Nämlich diese Loewe-Sneaker. Ich glaube, die habe ich auf... Habe ich die auf YouTube gezeigt? Doch, in meinem Loewe-Outfit, glaube ich. Die habe ich nicht secondhand, aber die habe ich bei Vestiaire Collective gekauft, aber die waren im neuen Zustand. Ja, die habe ich mir jedenfalls eigentlich relativ kürzlich erst gekauft und sind auch sehr farbig. Hätte man jetzt vielleicht nicht von mir gedacht, aber manchmal habe ich meine farbigen Momente und bei Sneakern finde ich es irgendwie ganz cool. Aber ja, das sind nicht die Sneaker, die ich jetzt gekauft habe. Die ich jetzt recht neu habe, sind diese hier. Sogar noch mehr Farbe und noch knalliger. Das sind die Onitsuka Tiger Sneaker. Also es ist so ein bisschen dünnes Eis mit Trends, aber die werden, glaube ich, voraussichtlich die Adidas Sambas ablösen. Wahrscheinlich, die ja in im letzten Jahr sehr, sehr beliebt waren und eigentlich überall ausverkauft irgendwie waren dann die ganze Zeit. Aber die sind eine gute Alternative dazu, werden, glaube ich, aber auch relativ beliebt sein. Aber egal, ich finde sie cool. Da ist mir dann der Hype auch egal. Die sind halt super schön schmal und ich habe halt sonst echt eigentlich nur so Dad-Sneakers, also so New Balance und so richtig fette Klopper. Und da ist so eine schmale Variante schon eine schöne Alternative. Plus so mit dem Gelb, so als Pop of Color zu den ganzen Schwarz-Weiß-Outfits, die ich sowieso die ganze Zeit trage, finde ich das auch sehr, sehr cool. Und ja,
da habe ich jetzt auch nur einmal kurz reingeschlüpft und die passen und sind sehr bequem. Also so vom Anprobieren. Ich habe sie jetzt noch nicht draußen angetragen. Und ich wusste, dass die eine Nummer kleiner ausfallen. Also ich habe sie jetzt in 38 statt 37, meine normale Größe. Und ja, hoffentlich gibt es in Zukunft dann viele coole Outfits damit. Das werdet ihr dann ja sehen. So, kaum bin ich fertig mit meinem Haul und dann kommt die Sonne raus und es ist so super schön hell. Ja, aber gut. Das waren jedenfalls alles meine Neuzugänge. Also es sind ja nicht alles Klamotten gewesen, sondern auch ein paar Bücher sind dabei gewesen. Aber ja, mir macht es auf jeden Fall Spaß, so meine Freude an den neuen Dingen mit euch zu teilen und sozusagen so einen klassischen Haul zu machen. Aber ja, ich will jetzt nicht ganz... Ich will ja so ein bisschen den Raum lesen können. Ja, das Thema De-Influencing und Anti-Hauling ist ja irgendwie mehr, wohin wir uns bewegen und eher weg von den klassischen Shopping-Haul. Wobei ich auch finde, dass das alles so ein bisschen so die Balance halten muss. Solange man jetzt nicht irgendwie eine Triade Zara-Hauls zeigt, sollte das auch okay sein, dass man sich neue Sachen kauft. Ja, das war's dann von dem Haul an dieser Stelle von mir. Du warst jetzt auch noch nicht beim Sport, ne? Nee, irgendwie muss ich jetzt mal langsam los. Das macht sich schon mal zu. Du schaffst das. Ja! Yeah, super! Jetzt wollte ich. Du passt nicht durch. Das ist zu eng, ne? So, ich bin bei einem Brunch bei Adele eingeladen. Und das ist mein Outfit für heute. Ich habe mal so ein Hemd angezogen und eine schickere Hose. Aber es ist quasi fast von Kopf bis Fuß alles Arket. Außer die Accessoires. Ja, hatte mal Lust auf so ein klassisches Streifenhemd. I had never done like a studio shoot before. So, ich bin jetzt gerade hier in die Küche geflüchtet, weil ich einen kleinen Disclaimer filmen wollte für den nächsten Videoclip, den ihr hier in diesem Vlog sehen werdet. Weil ich habe jetzt eigentlich gerade so eine Sequenz gefilmt und da einige Sachen erzählt und habe jetzt aber als ich mir das Video dann angehört habe mit Kopfhörer, habe ich gemerkt, dass die Hintergrundgeräusche in diesem Clip schon ziemlich laut sind. Aber ich habe echt keine Lust, den Clip nochmal neu zu filmen und nochmal alles neu zu erzählen, obwohl ich das schon mal erzählt habe. Und deswegen mache ich jetzt hier so einen kleinen Disclaimer. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Seid hiermit gewarnt und ich versuche es beim nächsten Mal auf jeden Fall zu vermeiden. So, mal ein kleines Update von meiner Seite. Ich habe nämlich, glaube ich, die letzten Wochen gar nicht so viel gevloggt, immer nur so ein paar kleine Clips. Aber bei den Clips habt ihr, glaube ich, gesehen, dass ich zu Hause wieder einen kleinen Brunch bei mir veranstaltet habe. Und da habe ich ein paar alte Freunde eingeladen, aber auch so neue Bekanntschaften. Einfach so eine Gruppe von Menschen, wo ich denke, dass sie irgendwie sich untereinander ganz gut connecten können. Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass ich das gerne öfter machen möchte, vielleicht sogar monatlich, mal schauen. Aber es ist halt einfach so eine schöne Gelegenheit, um alte Freunde nochmal wiederzusehen, die man länger nicht gesehen hat. Und auch neue Leute reinzubringen. Und auch so neue Rezepte für mich auszuprobieren oder zu verfeinern und zu verbessern. Und da mehr routiniert zu werden. Ja, das ist irgendwie ganz cool. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Und dann war ich aber auch bei einer Freundin eingeladen zum Brunch, Adele. Auch super schön, habt ihr ja gesehen. Eine super schöne
reich gedeckte Tafel mit sehr vielen leckeren Sachen. Das war auch sehr, sehr schön und dann für mich auch irgendwie schön, mal nicht in der Hosting-Rolle zu sein, sondern das als Gast einfach komplett zu genießen. Ja, das war sehr, sehr schön. Und ich finde es schön, dass so in unserem Freundeskreis das jetzt so irgendwie öfter gemacht wird, weil es einfach ganz schön so zusammenzukommen bei jemandem zu Hause und ja, zusammen zu essen und ganz lange zu quatschen und da so Quality Time zu haben. Ja, sehr, sehr schön. Und mein Nachbar unten macht irgendwie da krass Party an einem Samstag um 11 Uhr morgens, Vormittag. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber auf jeden Fall ist da fett Musik und es klingt auch nach einigen Leuten. Naja, das ist eine andere Geschichte. Ich wollte auf jeden Fall noch ein kleines Update noch zu diesem Buch hier sagen. Das habe ich ja am Anfang des Monats gekauft und ich habe es tatsächlich auch innerhalb von einer Woche durchgelesen, was wirklich zeigt, dass mich dieses Buch, also dass dieses Buch meine Aufmerksamkeit wirklich halten konnte und ich das spannend genug fand, um wirklich weiterzulesen und ja, kaum aufhören konnte. Aber ich muss zwei Sachen erwähnen. Also einmal ist ja, also es geht hier um Game Designer oder die Charaktere in dem Buch sind Game Designer und dementsprechend ist Game Design und Gaming ein relativ großes Thema im Buch und ich finde dadurch, dass ich selber einen persönlichen Bezug zu der Gaming-Welt habe, konnte ich das viel mehr genießen und konnte mir die Sachen viel besser vorstellen und die fand ich dann auch irgendwie witzig und interessant. Ich weiß nicht ganz genau, ob das dann auch so bei jemandem ist, der eben überhaupt nichts mit der Welt zu tun hat. Ich habe zwar von Leuten gelesen, dass sie das auch trotzdem gut fanden oder gut fänden würden, auch wenn man nichts mit Gaming zu tun hat. Aber ich finde, mir hat es gerade deswegen viel Spaß gemacht. Aber gut. Und irgendwie, gerade in den so Anfangskapiteln von dem Buch, fühlte ich mich so ein bisschen in die Studienzeit zurückversetzt, so einfach so von der Atmosphäre und so Universitätskram und so, muss ich einfach an meine Studienzeit zurückdenken. Und also Johannes und ich haben beide ja Informatik studiert, also wir haben uns da im Studium kennengelernt und ja, da hatte ich irgendwie so echt so ein paar Flashbacks von der Zeit. Das war irgendwie ganz, ganz lustig. Ganz plump gesagt, mir hat das Ende nicht so ganz gut gefallen. ja, also das hat mich nicht so ganz zufriedengestellt, sagen wir mal so. Aber ja, okay, das ist halt Wunschdenken irgendwie, wie die Geschichte jetzt enden sollte. Aber wollte ich jetzt irgendwie mal kurz erwähnen. Ja, genug über das Buch geredet, weil ich bin jetzt auch nicht so der Buch-Experte. Aber um euch da ein kleines Update zu geben. Und ansonsten, ja, ich glaube, dass die nächsten Sachen kann ich euch dann im nächsten Vlog erzählen. Ein paar Sachen, die ich vorhabe, sind zum Beispiel meine Haare zu schneiden. Da bin ich irgendwie unzufrieden. Also sie sind lang geworden. Ich habe sie auch sogar ab und zu geschnitten. Also sie werden wahrscheinlich sogar so lang. Aber ich habe ja immer noch, gelinde gesagt, Probleme mit meinen Haaren und habe halt deswegen hier so kurze Stücke und das will ich irgendwie so alles ein bisschen auf eine Länge bringen, mehr oder weniger. Ich weiß jetzt nicht, wie kurz es wird, aber ja, da will ich auf jeden Fall gut was abschneiden und das wird dann wahrscheinlich im nächsten Vlog zu sehen sein. Und ansonsten, Izzy und ich haben unsere Japan-Reise gebucht. Also eigentlich wollte ich die Japan-Reise ja mit Johannes nachholen, die wir 2020 gebucht hatten und bla bla bla, aber das ist jetzt so gekommen, dass ich mit Desi zusammen nach Japan fliege. Wir haben schon lange nicht mehr so einen Geschwisterurlaub gemacht, also ich freue mich riesig drauf. Also jetzt noch ein bisschen hin bis dahin, aber ja, das haben wir auf jeden Fall diesen Monat gemacht. Und ansonsten, im Februar kommt Hogwarts Legacy endlich raus und ich freue mich so. Also mal gucken, ob im Februar überhaupt viel passieren wird, weil ich eigentlich im Grunde nur vor der PlayStation hängen werde. aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, auf das ich mich sehr, sehr freue im Februar. Und ja, ich glaube, so viel mehr gibt es an dieser Stelle auch nicht zu erzählen. Über Serien können wir dann im nächsten Vlog dann quatschen und ja. Dann beende ich diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!